So, jetzt noch einsenden und... Peter, wie läuft's bei dir? Robbie, hi! Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen unerwartet, aber ich wollte dir nur sagen, dass ich ein Foto bei euch eingeschickt habe. Wunderbar, damit können wir was anfangen. Ich muss zum Meeting, aber wenn du die New Yorker Atmosphäre noch irgendwo anders einfangen kannst, schick es her. Schön von dir zu hören. Gleichfalls, Robbie. Danke. Okay, diese blau markierten, türkis markierten Bereiche, das sind Distriktfortschritt erzielt, indem du Little Odessa Verbrechen gestoppt und Aktivitäten abgeschlossen hast. Okay. Okay, dann gucken wir mal kurz rein. Was habe ich hier jetzt? Karte zeigt verfolgte Aktivitäten in 14 Distrikten New Yorks. Mit deinem Fortschritt in der Story werden neue Aktivitäten freigeschaltet. In jedem Distrikt gibt es 3 Belohnungsstufen. Die zweite Belohnungsstufe erlaubt dir Schnellreisen innerhalb des Distrikts. Ihr wisst schon. Scroll über ein District, um deinen Fortschritt zu verfolgen und sie regelmäßig auf der Karte nach um Gelegenheiten zu entdecken, wie du New York helfen kannst. Erkunde die Stadt, um Aktivitäten in der Nähe zu enthüllen und deine Karte hinzuziehen. Okay. Ja, also. Ich muss halt sagen, nach wie vor ist Spider-Man so eins der wenigen Spiele, wo ich wirklich gerne diese Nebenaktivitäten auch mache. Aber nee, so. Tut mir echt leid. Die beiden Spider-Man haben direkt vor meinem Fenster. Das ist perfekt. Es ist halt auch so simpel gemacht. Es ist so gut. Sie ging jeden Sonntag über die Brücke, um das frischeste Gemüse der Stadt zu kaufen. Aber einmal kam sie zu spät und der Typ vor ihr kaufte alle Tomaten. So lernte sie meinen Opa kennen. Aber wenn mir zu warm wird, gehe ich einfach in die Bodega mit der feinen Fahrt. Wie sieht's aus? Gut, wenn es toll ist, Toast ist. Wenn nicht, lösch es wieder. Sieht aus wie einer von Marcos Erinnerungskristallen, die Miles erwähnt hat. Das sehe ich mir an. Ah, der Bodega-Beef. Anfangs war es nur ein Streit, David gegen Goliath. Aber dann erfuhr Theo, dass das Maskottchen von der Bodega seinem eigenen ungewöhnlich ähnlich sah. Offenbar, um an seinem Erfolg teilzuhaben. Theo ist ausgeflippt. Okay. Alter. Mein Anzug ist überall voller Sand. Ich sollte mich lieber mal umziehen. Ja, aber ich habe in dem ersten Spider-Man bei meinem ersten Playthrough zumindest keinen einzigen Quick Travel benutzt. Oder nur einmal vielleicht, um es zu testen oder so. Oder für die Trophäe vielleicht. Auf jeden Fall im normalen Spielverlauf kein einziges Mal. Also, ich muss sagen, Insomniac übertrifft sich gerade selbst. Das ist ja richtig krass. Unfassbar cool, was man hier machen kann. Komm schon. Er hat fast jemanden gerammt. Ich sollte etwas tun. Es ist Spider-Man. Perfekt. Jetzt aufs Wohl. Ja, das kennt man. Animationen sind trotzdem wahrscheinlich verfeinert. Das ging schnell. Für die Guten. Ich habe trotzdem das Gefühl, das Verfolgen hat sich ein bisschen anders angefühlt als sonst. Fähigkeiten und so sind halt auch einfach so cool, dass du das gerne machst. Oh. Thank you.
Jetzt sehe ich mir den Kristall an. Jemand beobachtet uns, Kimia. Aber mach dir keine Sorgen. Das ist mein Job. Marco glaubt, er wird beobachtet. Und er ist Kimia. Ey? Ah, okay. Das ist auch quasi schon sortiert, sodass du das auch chronologisch alles hast. Okay, warte mal. Netzgreifer. Zieh mehrere Gegner an einen Ort, um sie verwundbar für Flächenangriffe zu machen. Okay. Auch wieder geil. Allein das Vorschauvideo ist wieder super. R1 und Viereck. Also, ich muss auch sagen, sie kriegen es echt gut hin, neue Fähigkeiten reinzumachen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es überladen sein wird. Hoffe, dass ich da recht behalte. Aber ich kann auch on the fly Smiles wechseln. Das ist so cool einfach. Alright. Okay, die Mission kann ich aber nur mit Peter machen. Okay. Oh, die Pizza bei Insta, die war super. Tatsache, ja. Jetzt? Ah. Okay, das ist wieder geil. Das ist Stadtmarke erhalten. Mit Stadtmarken, Technik, Teilen und anderen Ressourcen kannst du neue Anzüge kaufen. Kannst deine Anzüge auch neue Varianten herstellen. Ist das der Anzug 2.0? Drei alternative. Ey, guck mal, auch hier wieder so eine simple Idee, aber so gut. Zusätzliche Anzüge werden durch einen Fortschritt freigeschaltet. Erwirb sie in den Stadtmarken und Ressourcen sammelst. Oh mein Gott, okay, Den finde ich auch überraschend cool. Ah nein, ich habe keine Technikteile mehr. Aber hä, wie komme ich zu Miles Morales nochmal? Ah, R2, okay. Boah, den hätte ich freischalten müssen. Alter, ey. Warum sind das so coole? Warum sind das alle so coole Anzüge gerade hier, Alter? Hey, MJ. Hey, ich wollte dir was in deine Wohnung bringen. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treff dich einfach dort. Okay, cool. Sind Miles und du gut in die Schule gekommen? Bro Gamer, danke für den Follow. Yep. Oh. Was für ein erster Tag für dich. Hoffentlich ist morgen weniger los. Ja, das wird es sicherlich. Bis gleich dann. Bro Gamer, danke für den Follow. Iceman, moini. Und Dark Sirre, danke für den 9. dir, mein Lieber. Merci. Hatte gerade nach 4 Jahren und 7 Seasons mein letztes Liga-Rennen. Fühle mich ein bisschen leer jetzt innerlich. Brauche jetzt ein bisschen Aufmunterung. Deswegen bin ich hierher gekommen. Krass. Aber warum dein letztes? Krimineller haben überall in der Stadt Technikteile versteckt. Finde sie und nehmen sie den Kriminellen ab. Haha! Alte Underground-Technologie. Ohne Tinkerer oder alles wie von Gaia zerpflückt. Ich sag mal jetzt Bescheid. Wir können was brauchen.
Mischst du meinen Kampf auf oder ich deinen? Wir mischen das Verbrechen auf. Wer hört uns? Hör auf aus dem Netz. Hör auf dich. Jetzt seid ihr erledigt. Weit macht mehr Spaß. Das fällt mir nicht. Mich kriegst du damit nicht. Toll. Ich muss los. Aber danke für die Hilfe. Okay, aber die nächste Pizza nach dem Kampf geht auf mich. Wie herrlich dumm die beiden sind. Das ist ja lustig. Hey, wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt. Oh, noch kriege ich die Steuerung nicht so perfekt hin. Ist nicht schlimm oder so beim Spiel, aber mich ärgert es über... Also, ich ärgere mich, weil ich gerne flüssiger spielen würde. So, ganz kurz. Fertigkeiten 7. Einen Punkt habe ich aber nur. Ah, okay, das sind 7 Auswahloptionen. Nevermind. Okay. Looping beim Abtauchen R2 weiterhalten um ein super kinetisches Looping-Manöver. Okay. Klingt ganz gut. Let's go. Furchtbar. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch, aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ. Was ist? Bin gefeuert. Ups. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß, ich hatte schon das Semester geplant. Ja. Wir wollten nächste Woche ein Heli mit Kartoffelantrieb bauen. Tut mir so leid. Dann sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Oh! Macht Jonah schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Was heißt das überhaupt? Es heißt, dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeiert wird. Oh. Na, dann bist du ja fein raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Was ist da drin? Unverkaufte Symkaria-Bücher. Bei mir ist kein Platz mehr. Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Niemanden interessiert Symkaria. Der Bugle hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugle überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Ich habe noch nicht aufgeräumt. Hinterzimmer? Ja. Ich räume mal ein bisschen auf. Peter Parker, Hypothekkontoauszug. Überfälliger Betrag $4,764. Erläuterung des fälligen Beitrags 4.419. Überziehungsgebühr 344, fällige Gesamtsumme 4764, ausstehende Forderung $494,442, verbleibende Tilgung 277 Monate, Zinssatz, boah, fast 7%, also kennt man mittlerweile ganz gut. Hi Marzi. Mit der Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer. Ja, läuft bei dir. Oh, ah, Mann, Crazy Taxi? Ich so gern spielen. Mir fehlt dafür nur die Zeit. Speed Nonagon.
Wollt ihr nicht aufräumen? Bananen. Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Erstmal Müll und dann. Das geht nicht. Ich könnte schon, aber das geht nicht. Wenn du Zeit brauchst, kann ich dir mit der Hypothek helfen. Nein, nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Hey, hast du noch mal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Wann hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Hey, was ist das? Ist das alles von May? Ja, ich muss es spenden, aber noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Die habe ich lange nicht angesehen. Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Also mir fällt das in der Wand auf, aber... Sag Bescheid, was du findest. Ich schau mir hier die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Oh, wie niedlich. Okay, mal kurz überall umschauen. Hier sollten ein paar Kerzen stehen. Man stellt doch Kerzen ins Bad, oder? Oh Mann. Manchmal überkommt es einen einfach. Oh. Riecht immer noch nach May. Wo war das Loch gleich wieder? Beth. Oh, May. Was für eine Brille. Okay, bin ich der Einzige, der gerade harte Attack on Titan-Vibes bekommt irgendwie? Onkel Ben, du siehst gut aus. Da sieht May immer noch komisch aus. Bro, guck mal, ihre Nase ist einfach plötzlich geschrumpft, aber auch so richtig. Plötzlich war sie weg. Doch, müsste doch hier irgendwo in der Wand sein, oder? Hinter dem Periodensystem? Ne, hier hinter. Spider-Man, ist da eine Gefahr oder Bedrohung? Rufen Sie uns an. Bedrohung, definitiv eine große Bedrohung. Ich erzähle Ihnen mal was über den angeblichen Superhelden. Er ist weder Super noch ein Held. Also, was ist er? Ein Betrüger? Jemand, der Aufmerksamkeit will? Was war das? Was war was? Peter. Oh, ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Nichts. Ich war nur... Oh no. In deinem Alter habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein,
war ich in gar nichts gut. Also hab ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Ich arbeite noch dran. Komm schon. Na los, nur zu. May mag recht haben. Es ist einfach zu viel. So kann es nicht weitergehen. Die Wände in amerikanischen. Ich sollte nach MJ sehen. Sind auch geil. Ja. Linus, danke für. Hab einen Tipp. Reft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus. Klar. MJ! Ah, die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. Hab dich vermisst. Ich dich auch. Hab das von May gehört. Tut mir so leid. Und wie war Europa? Es tut mir leid. Ich wurde Golf. Isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das Gleiche wie bei deiner Mom? Es war Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist unglaublich. Du siehst toll aus. Ich fühle mich auch toll. Oh, ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Abgemacht. Das ist neu. Ja, das hat sie gelernt, als wir in Sumcaria waren. Was für eine Golfkopie, Sorry, Alter. Dass ich einfach so vorbeischneie. Nein, nein. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Ah? Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Es hat sogar die gleichen Aufkleber und alles. Und es ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Solix, ja. Danke für den 5. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los, versuch mitzuhalten. Wie geht's seit dem 20. Ganz jetzt? Sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal, was hast du alles so getrieben? Ich war Vertretungslehrer, mit Betonung auf war. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Ich habe von deinem alten Boss gelesen, Dr. Octavius. Das war bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war 3 Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immense Albträume. In einem Tank? Wow. Experimenteller Kram. Das ist heftig. Los jetzt, das Tor! Tut mir echt leid, Harry. Moment, das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Das geht ja 6. Ja. Hier sieht's doch genauso aus wie vor 10 Jahren. Jock.
Stefan, danke für den Follow. Danke. Komm schon. Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Und das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Wollen wir? Die Back, hier. Backpacks sind cool. Sicher, dass der Stick in deinem Spind ist? Ziemlich sicher. Was? Ich dachte, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Jetzt am Schlag der Rookie All-Star. Die Nummer 12. Warte. Eric Monacelli. Das ist Brightfield Rick. Was macht er hier am Freitagabend? Sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Na, warte, wer sieht uns? Dieser Mann meint's ernst, Leute. Wir werden ihn noch viele Jahre sehen. Die Fans setzen das Ziel einfach auf was Lautes. Unter Druck. Einmal? Spieler werden nee, zu viel Chaos. Gerecht. Hey! Flash? Das war ein Mach dich auf was gefasst. Spiel. Ja. Ein Laufzeitfehler? Nein, es soll laut sein. Kein Vandalismus. Gut. Jetzt los. So was machen Verbrecher. Bin ich jetzt auch einer? Hey, ganz vergessen. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Bruce Balance. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Treffpunkt Turnhalle. Hey, auf, warum? Wir haben Ärger, Hilfe! Warum hat die Schule nach Security drin? Oh. Nein, ich hab nichts mehr. Wo bist du, du Mistkerl? Jemand spielt hier einen Streich, was? Ich müsste mal meine Netzschießer auffüllen. Moment, im Fotolabor habe ich noch mehr Netzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen. Er muss hier irgendwo sein. Der Soldat, danke für den Follow. Also, Bibliothek, Fotolabor, Turnhalle und dann zum Spind. Ganz leicht. So hoch. Der Weg ist frei. Also los. Was war das? Shit. Hey! Oh, ich wünschte echt, ich hätte ein Online-Backup erstellt. War eindeutig ein Schüler. Geist von Mitnahme. Lüftungsschächte. Wie für Spinnen gemacht. Okay, wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Ich weiß, ich habe sie irgendwo hier drunter gelegt. Oh! Aha, hab sie. Oh Mist! Moin, Kaisi. Okay. Jetzt noch richtig zusammen.
Ambition. Na also. Ich sollte wirklich rausfinden, wie ich die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann. Jetzt zu Harry in die Turnhalle. Mein Rucksack. Den hatte ich ganz vergessen. Ich sollte mir sowas lieber aufschreiben. Alter. Ich kann dem Kerl nicht entkommen. Ich muss ihn ablenken, um hier rauszukommen. Was war das? Ich mach mich aus dem Staub. Harry ist schon in der Turnhalle. Schnell! Field Rick. Ich muss ihn von der Tür weglocken. Sorry für das Chaos, Rick. Okay. Jetzt kann keiner mehr sagen, dass es hier nicht spukt. Kein Geist. Nur eine Spinne. Alter, ich dachte, du wurdest erwischt. Schnappen wir uns den USB-Stick und hauen ab. Los, durch die Turnhalle. Es kommt alles wieder. Das war irre. Hat sich nichts verändert. Nur, dass uns niemand auf den Fersen ist. Das heißt, wir haben Zeit für ein paar Körbe. Sicher, dass du dabei bist? Die Frage ist, bist du's? Oh. Beweis es, Großmaul. Etwas rostig, kein Ding. Hübsch. Boah, woher kennt man das Lied? Cool. Ich bin so happy, dass es dir besser geht. Ernsthaft. Danke. Hey, ich weiß gar nicht, wie Mays Haus jetzt aussieht. Moin, Leon. Gibt nichts zu sehen. Ich hatte viel zu tun und ich weiß nicht. Es ist komisch, es zu verändern. Verstehe. Es muss wirklich hart sein, Pete. Keine Eile. Okay, dann mal los. Und wer war dann daneben? Oh. Wenn MJ einzieht, hilft sie vielleicht mit dem Haus. Ach, ich weiß nicht. Würde sie nicht? Ich weiß nicht, ob sie einzieht. Oh. Ah, tja. Ich dachte, es läuft gut zwischen euch. Sie war bei dir? Wir kriegen es schon hin. Wie immer. Irgendwann. Kein Problem. Nochmal. Wie steht's denn? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Danke fürs Herbringen. Das hab ich gebraucht. Ich auch. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich kenne diesen Blick. Was hast du vor? Weißt du noch, wo dein alter Spind ist? Was meinst du, wo der Wachmann ist? Bestimmt noch im Ostflügel. Holen wir den USB-Stick aus deinem Spind und weg hier. Ich glaube, da hätte ich die Weißblende als so Überblende genommen. Ich sollte für deinen kaputten Laptop bezahlen. Vergiss es. Er darf nicht einfach so davonkommen. Er ist Captain des Footballteams.
Ich back all das. Wir zahlen es ihm heim, indem wir morgen gewinnen. Warum hat er jetzt Zeilen geskippt? Finde ich nicht cool. Endlich. Schnell, geh da drunter. Ich muss ihn zum Aufzug locken. Ich habe diese Etage dreimal überprüft. Das ist eine verdammte Gänsejagd. Ist da jemand drin? Was ist da los? Er ist weg. Oh, echt Glück gehabt. Was ist das? Wie hast du... Na los. Nimm es. Oh, shit. Wer ist da? Netter Zug. Gehört dieser Typ auch dazu? Nope. Lauf. Hey! Okay. Alter, wir landen im Knast. Nicht, wenn er uns nicht erwischt. Das ist nicht die Art von Nostalgie, die ich mag. Genau so. Hast du den USB-Stick noch? Ja. Oder war es gerade auch so? Du musst durch diese Türen. Fast geschafft. Aufmachen, Polizei! Ja. Ich hab die Cops gerufen, jetzt kriegt ihr Ärger! Lauf! Aber halt sie noch kurz zu. Ich hab eine Idee. Was soll ich tun? Mich schnappen lassen. Warte, fast vergessen. So. Nein! Polizei, los jetzt! Komm schon! Ah. Hey, haben Sie uns verständigt? Ja, die sind hier irgendwo. Okay, ihr zwei schwärmt aus, während ich seine Aussage aufnehme. Okay, die erste... Ich muss den Wachmann allein erwischen, um den Stick zu bekommen. Sie sind irgendwo hier drin! Wir suchen Sie, aber wir brauchen Ihre Aussage. Was haben Sie gesehen? Also, Wrightfield Rick, das ist der Hausmeister, hat Geräusche gehört. Aber er verhält sich bei sowas manchmal komisch. Komisch? Im Sinne von lustig oder... Ach, er zieht voreilige Schlüsse. Er glaubt an einen Geist hier in der Schule. Aber das ist kein Geist. Nur ein paar Bengel. Also, mehr als eine? Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute es. Was haben Sie wirklich gesehen? Haben Sie sie denn gesehen? Nicht direkt, aber ich habe sie gehört. Woher wissen Sie, dass es mehrere sind? Sollten Sie sie nicht suchen? Wow! Zeit für ein Foto. Das hält länger. Nummer 1. Kommt schon! Wir wissen, dass ihr hier drin seid! Was war das? Gut. Jetzt muss ich nur noch den letzten. Nicht bewegen. Ich bin gleich zurück. Er ist allein. Und jetzt präsentiere ich den Kopfüber-Taschendieb. Diese Bengel denken, ich hätte Zeit für ihre Streiche. Harry wartet bestimmt mit Popcorn und einer Tasse von meinem Lieblingstee auf mich. Gut. Damit komme ich direkt über ihn. Nein. Ich muss hier einem Haufen hormongesteuerter Querulanten. Was war das? Wie soll ich jetzt von hier wegkommen? Fenster. I just wanna tell you how I'm feeling. Verdammt, Sie sind im Büro! Understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Okay, ich muss weg! Ich wollte gerade sagen, wurden wir alle gerade gerickrollt? Alles okay? Verstecken wir uns! Das sind nicht die Cops. Das ist mein Dad. Oh. Dad, ich wollte doch anrufen, wenn ich zu Hause bin.
Deine Mutter? Was ist los? Peter, entschuldigst du uns einen Moment? Okay, den Wachen ist jetzt alles egal, oder was? Was ist das? Ich glaube ja immer noch, dass unsere Präsentation gewonnen hätte. In den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ein Wunder, dass ich jetzt hier sitze. Ich habe eine zweite Chance. Und die werde ich nutzen. Aber ich brauche dich an meiner Seite. Wow, das ist... ganz schön viel auf einmal. Komm doch morgen mal ins Labor und siehst dir an. Du hast ein Labor? Ich zeig dir meine Ideen. Dann können wir weiterreden. Okay? Klar. Pete, wir werden die Welt heilen. You're the world.